Ja, Hallöchen Freunde, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder Let's Gehirn abschalten. Wir spielen Jetpack Joyride, was ja viele von euch sicherlich schon vom Handy her kennen. Und ja, ich habe es auf dem Handy auch lange gespielt und viel gespielt. Und eigentlich habe ich, naja, ich sag mal so, ich habe Bock auf das Spiel. Und wie ich schon gesagt, Let's Gehirn abschalt. Also ich will jetzt nicht so voll ernst dabei spielen und ja, jede Münze einsammeln und pipapo, sondern eher ein bisschen, ja, vielleicht mal ein bisschen über dies und das reden und einfach ein bisschen Spaß haben. Es geht jetzt auch nicht immer eine Viertelstunde, sondern ich habe geplant eher so, ich weiß auch nicht, so 3 bis 5 Minuten so pro Part, weil es ja auch nicht so spannend ist und einfach ein bisschen zum Abschalten. Und für diejenigen, die das nicht spielen, nicht kennen, werde ich es ein wenig mal noch vorstellen. Ich muss gerade überlegen. Aber ja, also ich fange einfach mal an. Oder ich sage erstmal kurz was dazu, ist glaube ich besser. Also man fliegt hier mit einem Jetpack einfach lang, muss Münzen einsammeln, dabei versuchen nicht zu sterben durch Raketen oder durch die Zappers oder was auch immer. Man kann sich noch nebenbei Fahrzeuge einsammeln und dann später hier im Lager auch neue Kleidung kaufen, hier zum Beispiel Weihnachtsmann, Bauarbeiter, irgendwie so Zylinder oder hier cool, Super Saiyajin-mäßig. Oder sich neue Jetpacks kaufen, wenn man genug Münzen hat oder sonst was. Und seine Fahrzeuge golden machen oder mit Magneten versehen, dass er die Münzen ansaugt. Oder neue Gadgets kaufen, das werde ich euch später alles noch zeigen. Und natürlich spielen wir es, ohne uns irgendwelche Münzen zu kaufen oder sonst irgendwie was. Einfach nur ganz normal, so wie es vorgesehen ist. Wir spielen einfach mal drauf los. Jetzt in der ersten Runde werde ich noch ein bisschen was dazu erklären. Also, wir haben natürlich als Jetpack, fliegen ein wenig hin und her, müssen Münzen einsammeln. Dort unten haben wir die Wissenschaftler, die wir ja auch noch abschießen können nebenbei mit dem Jetpack. Müssen versuchen, so weit wie möglich zu kommen und einfach Münzen einsammeln. Jetzt haben wir so einen Teleporter, der kann einen so ein bisschen, naja, was ein Teleporter halt kann, ne? Teleportieren wäre schon nicht verkehrt. Und ja, jetzt dürfen wir auch den Zapper oder die Zapper einmal berühren und sterben dann nicht sofort, sondern unser, wie man sieht, unser Teleporter geht dann nur kaputt. Und ja, wie gesagt, ich will dieses Let's Gehirn abschalten einfach auch mal dazu nutzen, bisschen ohne Sinn und Verstand zu zocken und einfach ein wenig mit euch zu quatschen oder mit mir selber zu quatschen, in dem Fall wohl eher. Und ja, ich wollte euch einfach mal fragen, wie war denn euer Weihnachtsfest oder euer Silvester? Habt ihr irgendwas super tolles, krasses, megamäßiges, unfassbares erlebt oder war es einfach eher so langweiliges, ich sag mal, mit der Familie zusammenhocken oder sowas, was natürlich auch schön sein kann, wenn man seine Verwandten nicht so oft sieht. Oder erzählt mir einfach, wie war euer Weihnachtsfest und wie habt ihr auch euer Silvester verbracht? Das ja, bei mir war es jetzt gestern, ich weiß nicht, wann ich die Folge hochlade, aber was dann noch nicht allzu lange her sein dürfte, war. Und ja, was habt ihr so gemacht? Wart ihr mit Freunden unterwegs oder habt es einfach zu Hause gemütlich gemacht, vielleicht mit Freundin oder Freund oder wie auch immer, erzählt es mir einfach. So, jetzt sind wir auch das erste Mal gestorben. Ja, man sieht, man hat jetzt hier so ein, wie sagt man, also ein Slot Machine, genau. Danach habe ich gesucht. Und wir können jetzt hier drücken und dann bekommt man manchmal noch so ein extra, wie jetzt zum Beispiel so eine Dynamitstange. Die schleudert einen nochmal ein paar Meter weiter, was eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel bringt, aber naja. Jetzt haben wir auch schon 194 Münzen eingesammelt und ja, von den Sachen kann man jetzt im Lager was kaufen, wie ich es eben gezeigt habe. Und ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch und ach, jetzt gehe ich ins Lager, ich wollte auch auf erneut spielen machen. Und ich wollte euch ja noch erzählen, wie mein Weihnachten und Silvester war. Also Weihnachten habe ich den 24. mit meiner Familie verbracht, habe meinen Eltern, Oma und Opa und Tante, wie man alles so, ne? Wie man es so kennt, ganz feierlich so schön. Wir haben ein Hasenbraten, haben wir gegessen, sag mal das Hasenbraten. Naja, auf jeden Fall haben wir einen Hasen gegessen. Und ja, das war ganz schön. War natürlich auch wieder ein bisschen anstrengend, aber naja, man kennt das ja, ne? Den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir gar nichts gemacht, eher so ein bisschen gechillt, also ich mit meinen Eltern.
Und den zweiten Tag kam dann meine Freundin zu uns. Und da haben wir ein Ente gegessen und sind so noch ein bisschen gequatscht und so Zeit miteinander verbracht. Und abends sind wir dann, also meine Freundin und ich, zu mir nach Hause gefahren. Und ja, sie war auch bis heute noch bei mir. Und ja, dann waren wir am nächsten Tag, also am 27. Dezember, hatte mein Opa Geburtstag. Und da waren wir natürlich auch gleich noch essen, wir die mit der ganzen Sippschaft. Und ja, waren wir schon essen, habe ich auch wieder Ente gegessen, falls es jemand interessiert. Und gestern Silvester war ich mit meiner Freundin, also ich wohne ja hier im Norden an der Ostsee, und wir waren gestern einfach zum 12 sind wir runtergegangen zum Hafen, wo die halbe Stadt versammelt war. Dazu muss man sagen, ich wohne in Rostock, also ist die halbe Stadt schon ein paar Leute mehr, zwar nicht so mega viele, aber es war schon extrem voll. Und ja, da ist sehr viel Feuerwerk gewesen, und es war ja gestern auch nicht so kalt, es war ja eigentlich ein schöner Silvesterabend, kann man ruhig sagen. Es war schön vom Wetter her. Besser kann es an ihm nicht sein, es war nicht kalt, es hat nicht geregnet. Also teilweise ein bisschen, aber bei uns zum Glück nicht. Und besser kann es vom Wetter her nicht sein. Aber es war ein schöner Silvesterabend. Mehr will ich dazu auch gar nicht so sagen. Und ja, wir beenden mal diese Runde hoffentlich noch erfolgreich. Und danach werde ich die erste Folge auch schon beenden. Aber ich versuche jetzt hier noch ein paar... Boah, das war knapp. Ein paar Münzen zu bekommen. Aber jetzt haben wir diese Slot Machine Marker nicht eingesammelt. Und ich sehe gerade das Hintergrund. Oder der Hintergrund. Der ist auf dem Handy nicht so mit dem Lava und so. Das ist neu. Das ist cool. So, zwei Münzen. Jetzt bekommen wir so einen super Speed Start für die nächste Runde. Und natürlich nichts. Ach, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Man hat hier, wie man sieht, so immer so drei Herausforderungen. Ihr sammelt zwei Spinmarken in einem Spiel, erreiche 500 Meter, pipapo. Und für die Herausforderung bekommt man dann die Sterne. Mit den Sternen kann man aufsteigen. Und zum Aufsteigen bekommt man dann auch wieder Münzen dazu geschenkt. Und ja, so entwickelt sich das Spiel immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, 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 weiter. Also, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen. Und so ein letztes Gehirnabschalt werde ich jetzt öfters mal machen. Das Spiel passt auch relativ gut dazu. Man muss nicht so viel denken. Man kann nicht viel dazu erzählen. Man kann über andere Dinge reden. Und ich finde, das passt ganz gut. Also, ich freue mich, wenn wir uns am nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut.